Da ich dachte, das mit dem Plan ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil maximal 30 Leute reinkommen, gibt es jetzt einen kleinen Community-Test, einfach wemmes.de. Es wird in Zukunft auch Ränge geben. Das heißt, ab einer bestimmten Zeit ist man dann zum Beispiel Rang Level 1 etc. Ich werde auch mal sowas einfach machen gegen Zuschauer, so ein bisschen spielen, das wir dann vielleicht aufnehmen und auch so eine Formate vielleicht mal ein bisschen machen. Wie gesagt, es wird auch bald noch ein Rangsystem geben, also einfach wemmes.de. Bald kommt auch das Rangsystem, dass man zum Beispiel ab der Spielzeit oder ab der Online-Zeit besser gesagt, ab 2 Stunden den Rang, ab 24 Stunden den Rang etc. Also schaut einfach mal vorbei. Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video jetzt hier seit, ich weiß nicht, 3 oder 4 Wochen, es ist ja kein Video oder so mehr gekommen. Na, ich habe jetzt auch seit 3 oder 4 Wochen keinen Minecraft mehr wirklich gespielt, noch ziemlich uneingespielt deswegen. Warum eigentlich die große Inaktivität? Warum ist jetzt erst wieder ein Video? Ich wollte eigentlich aktiver werden. Genau dann wurde ich dann halt inaktiv. Ach, Mate. Es sind immer noch genau dieselben Leute in Skywars. Die Stacker, die Leute, die in die Mitte gehen und dann direkt mit Eiern spielen. Ist schade. Ich glaube, das ist auch ein Großteil, warum die MC-Szene so, ja, ausgestorben ist, wie sie halt ist. Keine Ahnung, ich finde diesen Playstyle einfach gar nicht mehr komfortabel, was die ganzen Leute machen, dass sie einfach nur mit Eiern aus der Mitte die ganze Zeit spielen. Ich finde allgemein diese Leute, die sich einfach nur direkt in die Mitte porten und dort mit Eiern oder so kämpfen, ist einfach mega langweilig und zerstört einfach mega die Szene. Aber ja, es gibt das seine. Ich hoffe jedenfalls, dass irgendwie sowas wie Varo oder so kommen wird, dass die MC-Szene mal wieder ein bisschen wiederbelebt wird. Ach, ich kann lassen. Ja, verzeiht mir auch, weil ich relativ uneingespielt bin, weil ich die letzten 3-4 Wochen eh kein MC oder so wirklich gezockt habe. Ich weiß nicht, ich habe in Zukunft auch mal vor, wieder ein bisschen aktiver zu werden und dort dann halt auch sowas wie Real-Life-Content oder etc. zu bringen. Könnt ihr ja reinschreiben, wie ihr es findet. Ich werde mich auf jeden Fall nicht hundertprozentig von Minecraft-Content lösen, denn Minecraft ist eigentlich immer noch ein sehr nice Spiel und wäre einfach mega nice, wenn es wieder in den Hype kommen würde. Ich glaube, würde sowas wie Varo oder so wiederkommen. Oder auch dieses Minecraft-Projekt von Ungi jetzt, was jetzt hier bald starten soll oder sowas, wo ich aber glaube, dass es nicht wirklich viel an der Minecraft-Szene verändern wird. Weil ich glaube, das wird wieder so ein Projekt wie, keine Ahnung, Hero oder nicht Hero, aber sowas, was halt auf dem Private-Server abläuft und was nicht wirklich groß die Szene verändern wird. Kleiner Abstauber, komm her. Und ich weiß nicht, ich habe wie gesagt vor, aktiver zu werden und wirklich auch ein paar Real-Life-Videos dazu zu bringen. Hätte ich auch schon so ein paar Ideen. Und vielleicht auch sowas wie Facecam oder ähnliches mal zu bringen. Aber in letzter Zeit ist wegen einer Sache einfach die Motivation so im Arsch, weil es mir auch wegen der Sache nicht wirklich gut geht. Und wenn ich on bin, spiele ich in letzter Zeit irgendwie nur kurz mal GTA oder so. Und entschuldige mal, dass ich absolut uneingespielt bin. Ist wie gesagt eine der... Wie gesagt, einer der ersten Runden seit, keine Ahnung, 3-4 Wochen mit Minecraft und er spitzt komplett rein. Und ich versuche zwar in Zukunft echt ein bisschen aktiver zu werden, aber ich werde euch absolut nichts versprechen können, leider. An all die Leute, die das Video jetzt gucken, wirklich großes Dank, dass ihr wirklich nach dieser großen Inaktivität noch am Start seid. Es ist natürlich klar, wenn ich inaktiv bin, dass nicht mehr alle Leute am Start sind, aber wirklich noch großen Dank an die Leute, die jetzt einfach immer noch aktiv am Start sind, selbst nach der großen Inaktivität. Lol, jetzt hat er einfach 300, ne? Okay, GG. Trotzdem will ich noch einmal über das Thema von erst schon noch mal so ein bisschen reden und auch das überlebt habe. Und ja, ich will einfach mal so ein bisschen über das Thema reden und zwar die Zukunft von Minecraft. Ob Minecraft überhaupt noch so eine Zukunftsperspektive hat, sag ich mal. Oder ob der Hype um Minecraft jetzt einfach komplett vorbei ist und ja, fertig. Ah, super Kid. Typ, du fuckst echt ab mit deinem Subkit, ne? Aber ob jetzt Minecraft Multiplayer sowas wie auf Gomme noch zukünftig irgendwie wieder in den Hype kommen wird. Echt diese Leute, ne? Das weiß ich echt nicht. Es wird jetzt ein neues Projekt von umgekommen, irgendein Minecraft-Projekt. Jedoch glaube ich, das wird auch eher wieder so auf einem Singleplayer-Server, sowas wie Hero oder so. Was sowas wie Minecraft auf Gomme, also so Multiplayer-like oder sowas, nicht wirklich, ja, nicht wirklich verstärken wird. Ich würde sagen, das Einzige, was Minecraft aktuell wieder so einen kleinen Hype geben könnte, ist, wenn Varo halt
wieder stattfinden wird dieses Jahr. Das ist einfach komplett unschlüssig. Da stehen die Chancen ungefähr 50-50. Och, Typ, er steht in der Mitte, hockt da mit Schneebällen und campt ab. Sowas ist halt, keine Ahnung, sowas zerstört halt auch so ein bisschen das Spiel, meiner Meinung nach. Ich kill ihn jetzt einfach. Ich hab keinen Bock mehr auf sowas. Mein Gott. Oh Gott, Typ. GG auch an dich. Ich muss sagen, es war nicht nur Fortnite schuld oder so, dass Minecraft ausstirbt. Ja, die Frage ist doch, was hättet ihr vielleicht Lust? Hättet ihr vielleicht auch sowas Lust wie nochmal 100 HKD auf Baby oder 100 HKD Skywars oder whatever? Denn ich weiß gerade nicht mehr, was man wirklich so bringen sollte. Aber nochmal zum Minecraft-Thema zurück. Es war absolut nicht nur Fortnite schuld. Ich meine, ich habe jetzt letzte Runde Fortnite, die ich gespielt habe, das ist auch irgendwie 3-4 Wochen her. Ich finde, das Game macht auch absolut keinen Bock mehr. Aber ich finde, viele Leute haben auch einfach Minecraft so ein bisschen selber zerstritten. Da haben wir zum Beispiel hier ein Paradebeispiel, und zwar hier GottTV mit Q. Der sich ja einfach direkt in die Mitte portet, dort jetzt nicht mal irgendwie rausgesammelt mit Schneebeln und alles in der Mitte hockt und campt. Und ich finde, sowas hat halt auch so ein bisschen Minecraft zerstört. So haben die Leute auch ein bisschen selber Minecraft zerstört, und das war jetzt nicht nur die Schuld von Fortnite oder anderen Spielen. Sondern einfach die Leute haben sich selber das Spiel so ein bisschen zerstört, weil neue Leute haben natürlich keine Lust mehr drauf, irgendwie Bad Wars zu spielen, wo alle Leute extrem reinschwitzen. In der Zeit, die Bad Wars-Szene hat sich ja sowas von verändert. Leute wirklich mit Gold spielen, die, keine Ahnung, nur zum Abfuck mit Gold spielen, und viele Leute das Spiel einfach selber zerstört haben. Oh man. Natürlich hat er Feuerrüsten. Und ja, wie gesagt, ich glaube halt einfach nur, wenn Varo wieder stattfinden wird, ist es so eine kleine Zukunftsperspektive für Minecraft Multiplayer wieder. Ja, wie gesagt, schreibt ihr mal eure Meinung jetzt zum aktuellen Stand von Minecraft in die Kommentare. Keine Ahnung, es ist halt ein Game, was immer noch absolut Fun machen kann. Nur wird es halt von extrem vielen Leuten wortwörtlich zerstört. Minecraft ist ja allgemein so, dass es nicht wirklich viele Updates macht oder sowas. Die einzigen Updates kommen wirklich von den Netzwerken selber und Spielern, die die Initiative ergreifen. Also sozusagen die Servernetzwerke halt. Was jetzt bei vielen Spielen wie, was bei vielen Spielen nicht so ist. Aber das weiß man nicht, ob man das positiv oder negativ sehen soll. Denn sowas wie zum Beispiel, keine Ahnung, die ganzen Spiele, CSGO, GTA, Fortnite, whatever, dort machen die Entwickler wirklich selber was fürs Spiel. Bei Minecraft machen halt nur die, macht nur die Community etwas für das Spiel und ergreift da wirklich die Initiative, was es bis jetzt in keinem anderen Spiel so gab, dass halt ein Spiel, sag ich mal, von den Entwicklern aufgegeben wurde, aber die Community das immer noch weiter und weiter ausbaut. Deswegen ist da einfach so ein extrem großer Zusammenhalt, und ich finde auch, der hat auf jeden Fall diesen Hype von Minecraft ausgemacht. Nur in letzter Zeit weiß ich halt echt nicht, wie es noch weitergehen soll, weil viele YouTuber jetzt überhaupt kein Minecraft mehr bringen, die halt vorher so ein bisschen den Minecraft-Hype mitgemacht haben, weil sich die ganzen großen YouTuber, wie jetzt sag ich mal Revi, umgespielt oder sonst wer, in eine bisschen andere Richtung ausgeweitet haben, sag ich mal, Unge jetzt mit Reactions, Revi jetzt mit Fortnite-Content. Ja, viele der deutschen großen Minecraft-YouTuber, die davor existierten, machen es halt jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt immer noch diesen Content, sag ich mal, für Jüngere, diesen Minecraft-Kinder-Content, wie ich den jetzt auch mal bezeichnen will. Sei es halt sowas wie mit Dr. Banks oder so. Ich sag mal so, Minecraft für Jüngere oder so, diese Singleplayer etc., das ganze Roleplay da, das ist absolut in Minecraft nicht ausgestorben, nur ist halt diese Multiplayer-Szene eher ausgestorben, dass du nur dort hast. Gott, kein Block gemacht, Slot. Keine Ahnung, ich finde halt sowas zum Beispiel zerstört das Spiel halt ein bisschen. Ich kapiere halt solche Leute nicht, was jetzt deren Sinn ist, weil ich finde, sowas haben es Leute sich auch einfach selber verbockt, wenn die sowas hier machen. Endlich bist du unten. Und er hat, oh, er geht aber in Schuhe. Bei seinem Namen, etc., wirkt das halt echt, als hätte der MLG-Helper. Von da Web-MLG, die richtige Höhe direkt wirst, keine Ahnung. Kann Glück sein, aber so, aber bei seinem Namen wirkt es halt echt wie MLG-Helper. GG an dich. Keine Ahnung, schreibt mal in die Kommentare, was ihr überhaupt noch von Minecraft jetzt findet, so die Multiplayer-Szene, ob das überhaupt noch so ein bisschen Zukunftsperspektive hat. Ich würde mich dann freuen, wenn Minecraft irgendwie wieder so in den Hype kommen würde, wenn vielleicht Varo oder sowas stattfinden würde, weil das würde Minecraft wirklich nochmal einen großen Aufschub geben. Und ja, keine Ahnung, könnt ihr immer in die Kommentare schreiben. Das war's auf jeden Fall. Ich versuche die Tage vielleicht nochmal ein bisschen aktiver zu werden, werde auch vielleicht ein paar Sachen wie Real-Life-Content mal machen. Und ja, aber trotzdem nochmal großes Dank wirklich an die Leute, die immer noch da sind, die immer noch aktiv da sind. Großes Dank an euch.
Auch wenn es natürlich jetzt nicht mehr so viele sind, weil wenn Leute inaktiv sind, ist natürlich auch klar, dass ihr inaktiv werdet, das ist 100% nachvollziehbar. Aber wirklich ein großes Dank an die Leute, die immer noch da sind. Und ja, das war's auch mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.